Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu meinem Oblivion Let's Play. Ich bin immer noch in Korol und jetzt endlich, nach relativ langer Zeit, geht's mal wieder mit der Kämpfergilde weiter. Ich soll mich ja bei Vilena Danton melden, die wird bestimmt schon sehnsüchtig auf mich warten. Also gehe ich gleich mal rein. Seid gegrüßt, Britoner. Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Dieser Hondita. Oh mein Gott! Bist du alt geworden? Wie lange war ich eigentlich weg? Ihr seht wirklich clever aus. Seid gegrüßt. Ich sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Pflichten? Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Mordrin Oren sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück! Okay, Quest aktualisiert unvollendete Angelegenheiten. Für den Moment wird sich Mordrin Oren um eure Aufgabenzuteilung kümmern. Bitte sprecht mit ihm. Okay. Wiedersehen. Guten Tag. Ja, furchtbar, der hat schon weiße Haare. Wie lange war ich überhaupt weg? Naja, nicht so lange. Jedenfalls, der hat ja vorhin auch schon so ausgesehen. Gut, also Mordrin Oren, das ist ja eh der dunkle Elf hier unten. Na dann. Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, hm? Jupp, also es geht um meine Pflichten, ne? Es gibt Arbeit, schön. Ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also ich möchte, dass ihr mit Maglir Kontakt aufnehmt. Hä, wer ist denn Maglir? Er ist ein Bruder der Kämpfergilde. Aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Ach so, und was ist das für ein unerfüllter Auftrag? Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. Mhm, okay. Ja, Maglir. Findet ihn. Findet heraus, weshalb er nichts getan hat. Ich schwöre, dass ich schon Dinge unter meinen Stiefeln gefunden habe, die schlauer waren als ihr. Na, der ist ja sehr nett zu mir, aber gut. Steht nicht nur so rum. Bewegt euch. Okay. Das heißt, ich muss jetzt also nach Skingrad, ja, wenn es denn sein muss. Das erledigen wir doch ganz schnell. Ich weiß sowieso, wo Maglir ist und wie er aussieht, zum Glück. Ist der in der Herberge zur Westebene anzutreffen, das weiß ich noch. So, komm, hopp. Würde mich schon interessieren, warum der seinen Auftrag gar nicht zu Ende gebracht hat. Was es dafür einen Grund gibt. So, Maglir, das ist der Kleine da vorne. Heute ist euer Glückstag, also sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Was gibt es, Bruder? Sie haben dich geschickt, mich zu finden. Jupp, also du bist also Maglir, ne? Ich bin Maglir. Was wünscht ihr? Ja, warum hast du deinen Auftrag nicht erfüllt, du faule Socke, hä? Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brennus Astis suchen. Brennus Astis Tagebuch? Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfelshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld. Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Hm, interessant. Kartenmarkierung hinzugefügt. Na dann. Was auch immer. Was auch immer, dem scheint es ja ziemlich egal zu sein. Mir ist es allerdings nicht egal. Ich könnte theoretisch sogar schon wieder zurück zu Mordrin Oren gehen und ihm einfach sagen, nö, der wollte nicht irgendwie so, aber das wäre ein bisschen fade. Vor allem würde er mich, glaube ich, sowieso wieder zurückschicken.
Okay, hier haben wir die Fallfelshöhle, die ist gleich ein Stück westlich von der kahlen Sandbankhöhle, na, das ist zum Glück nicht weit weg. Da bin ich schnell dort und dann werde ich halt nach diesem komischen Tagebuch suchen. Frag mich nur, warum das so wichtig ist, aber werden wir hoffentlich noch alles erfahren. Was für ein Sauwetter. So, ja, da vorne ist ein Oblivion-Tor, habe ich das überhaupt... Das habe ich mir nicht mal einzeichnen lassen. Okay, das werde ich mir ganz kurz einzeichnen lassen in meine Karte. Was ist das da eklig in der Nähe? Mann, 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 Mann. Das hätte ich schon früher erledigen können. Und da ist sogar noch eine andere Höhle in der Nähe. So, und ich bin ja jetzt schon auf Stufe 16, das heißt, mir werden deutlich stärkere Gegner unterkommen, natürlich. Auch in der Nähe von den Oblivion-Toren. So, ihr habt gefunden ein Tor nach Oblivion. Was treibt sich hier draußen rum? Ist hier überhaupt irgendetwas? Hier müssen doch immer irgendwelche Gegner sein. Ach, da vorne. Ein blöder Klanban. So, frierendes Schwert. Ey. Zack. Aua. Und tot. So, und von denen bekomme ich zwei Goldmünzen, aber vor allem Klammbandklauen. Und, oh oh, ein Feueratronach. So, ein Flammenatronach und zack. Gut, die sind ja sehr anfällig gegen Eisattacken. Und den bekommt man halt Feuersalze. So, komm schon. Das sieht wieder doof aus, wenn die hier so rumliegen. Deswegen weg und weg. So. Ich möchte einfach noch wissen... Aha, das ist Goblin Jims Höhle, aber um die geht's ja nicht. Es geht ja um die Fallfelshöhle. Also wieder zurück. Also ich meine, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so haben wollt, wie ich das mit den Oblivion-Toren, die hier so in der Wildnis auftauchen, handhaben soll. Ob ich da überhaupt irgendwann mal reingehen soll oder ob ich die auch ignorieren soll. Man muss, wie gesagt, nicht alle Oblivion-Tore so schließen. Das passiert irgendwann innerhalb der Hauptstory dann automatisch. Aber dann ist es natürlich zu spät. Ja? Also da muss man sich schon entscheiden, wie man das jetzt macht. Und da vorne sehe ich schon wieder so einen komischen, besonderen Stein. Jetzt wird auf dem richtigen Weg. Ja, in etwa schon. Ach so, das ist sowieso nur wieder... Ach so, nee, Quatsch. Das sind ja zwei nebeneinander. Genau, ein roter und ein grüner. Da haben wir einmal den Aetherius-Stein. Es scheinen keine Steine auf den Schicksalsteiner. Das weiß ich auch. Aber ich hätte sowieso zu wenig... Ruhm und Infamie, das spielt ja beides irgendwie eine Rolle bei diesen besonderen Steinen, dass man die aktivieren kann, also die roten jedenfalls. Die grünen geben einem ja nur gebundene Waffen oder Rüstungen. Hier Rehmann Runenstein. Interessiert mich jetzt aber relativ wenig. Nur das, was hier so rumwächst. Akelei Wurzel bei Prunkwinde, Zinnoberschwamm. So, und irgendwo hier ist jetzt die Höhle. Also der Typ scheint ja wirklich ziemlich faul zu sein. Ich meine, kann der nicht mal ein einfaches Tagebuch zurückbringen, nur weil ihm jetzt zu wenig gezahlt wird? Also das ist ja auch, ein bisschen lächerlich. Deswegen bleibt es an mir hängen. So, wo ist denn jetzt diese blöde Höhle hier? Ah, da vorne. Ihr habt gefunden, Fallfelshöhle. Na dann schauen wir doch mal rein. So, Mutterkraut, was es hier nicht alles wieder gibt. So, wie mache ich denn das jetzt? Erstmal Licht. So, Illusionfertigkeit verbessert und Feder. So. Gut, also ich denke, ich bin schon stark genug. Ich meine, mein frierendes Schwert, was ich eben von dem einen Typen da bekommen habe, ist relativ stark. Hier, Eisschaden 13 Punkte auf Treffer, Anfälligkeit für Eis 25% für 20 Sekunden auf Treffer. Das ist schon wieder reparaturbedürftig, zumindest ein bisschen. So, besser.
Gut, also irgendwo hier muss jetzt dieses Tagebuch sein. Ist hier überhaupt ein Questfeld zu sehen? Ja, da! Wow, ganz schön weit weg. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, das sieht man sogar hier, diese Höhle ist akut einsturzgefährdet, vor allem hier, so ein fetter Erdrutsch. Ein Skelett, da hat sich scheinbar schon jemanden erwischt gehabt, vor langer, langer Zeit schon mal. Aha, drei Vulkanglasfälle, 43 Goldmünzen, ein Ebenerzring, sehr schön. Da werde ich hoffentlich wieder richtig gut Beute machen hier. So, was zum... Oh mein Gott, schon wieder ein stinkender Zombie. Fürchterlicher Zombie. Boah, es stinkt! Es stinkt! Warum stinkt es nur so? Weil es stinkt nach verfaultem Fleisch! Es stinkt nach Zombie! Hey! Alter! Ich will nur keine Krankheiten von denen haben. Oh, na super. Und auch noch ein Skelett. So. Ein Skelettheld. Los, mach's Licht an. Sehe ich wieder nichts. Bams. Ey, da ist ja noch ein blöder Geist auch noch. Alter, geht's noch? Ha, kaputt. So, und du bist jetzt auch gleich dran. Uralter Geist. So, der Eisschirm, der Wirkung wurde widerstanden. Ich glaube eher nicht. So, Ektoplasma. Dann der hatte irgendwas dabei. Genau, eine Dwemer-Krieg, sagst du. Nicht schlecht, werde ich auf jeden Fall verkaufen. Gut, also die Leichen, die lösche ich jetzt aber nicht. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Das dauert eh zu lange. Ihr habt eh gesagt, ihr seht das nicht so gerne, wenn ich das jetzt ständig mache, weil es irgendwie Zeit kostet. So da lang oder da lang? So, kartenmäßig eigentlich eher dort lang, aber ich gehe trotzdem mal hier lang. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe. Vielleicht so eine tolle Truhe oder so irgendwie was. Oder eine blöde Ratte. So, tot. Ja, hier zum Beispiel. Durchschnittlich verschlossen kann ich ja schon aufzaubern. Zack. Was haben wir denn da? 42 Goldmünzen wieder und 9 Eisenpfeile, ne, wenn es unbedingt sein muss. So, ist hier noch irgendwie was? Nö. Gut, dann gehe ich jetzt mal nach dort vorne. Oh, was haben wir hier drin? Aha, ein Bannungstrank und ein Heiltrank. Kann man auch gut gebrauchen. Waldlichtstängelhüte gerade gepflückt und aha. Ein bisschen viel Wasser auch noch, aber nicht so, dass ich schwimmen müsste. Und hier war irgendwo eine Ratte. Ich habe eine Ratte gehört. Oh mein Gott, nee, es sind schon wieder Skelette. Nein, was machst du? Ich wollte nicht irgendein Schloss aufzaubern, hier ist doch gar keins. Skelettwächter! Alter! Und hey. Kaputt. So, da ist noch einer. Ein blöder Bogenschütz-Typi. Und BAMS! So. Was hat der dabei gehabt? Einen Elfenbogen. Dwemer-Pfeile, Stahlpfeil, Knochenmehl. So, was haben wir hier drin? 44 Gold. Bei dir. Und Knochenmehl. Und Dwemer-Pfeile. Gar keine Waffe dabei gehabt? Egal. Immer noch Gegnermusik zu hören. Wo ist hier noch jemand, hä? Wo? Toter Zombie, der im Wasser treibt, ist auch voll eklig. Ist es das hier schon? Tatsächlich, das ist es! So, hier drin 44 Gold, aber irgendwie... Ach so, Schlammkrabben! Sehr eklig. Diese nervigen Schlammkrabben. Ist jetzt hier unten auch noch eine, oder was? Nee, ich sehe jetzt hier gerade keine. Na gut, hier vorne haben wir schon das gesuchte Tagebuch. Also, her damit. Verschiedene Studien zur Fauna Cyrodiils. Brennus Astis Gelehrter. Aha, sind einige Flecken, also... Kann man jetzt leider nicht alles lesen. Ich nehme es einfach mal mit. So. Ich habe Brennus Astis Tagebuch gefunden. Ich sollte entweder mit Magier sprechen oder Modrin Oren sagen, dass der Auftrag jetzt ausgeführt ist. Gut. Jetzt auf einmal hat die Gegnermusik aufgehört. Komisch. Und ich bin schon wieder total durchlöchert vom Pfeilen. Alter. Ach, da ist noch so ein blödes Skelett, ey. Na. Und tot.
Silberkrieg, sagst Knochenmehl. Ihr könnt meinetwegen alle verrechnen. So, hier ist doch wohl eine Ratte. Hier, Wasser. Dumm. Einfach nur dumm. Gut, das Tagebuch habe ich relativ schnell gefunden. Ist hier jetzt eigentlich noch irgendwie wo was? Nee, da hinten nicht so wirklich. Dann werde ich einfach gehen. Ich sehe hier jedenfalls keine... Doch! Hier ist noch ein kopfloser Zombie. Wo kommst denn du her? So, tot. Unglaublich. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise... ein bisschen heilen. Gut, Tagebuch gefunden und dann... ja, Moment mal. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit. Wie war denn das nochmal? Was ist denn geschickter, zu Maglier zu gehen oder nicht? Also ich... wie war denn das nochmal? Naja. Das ist natürlich... naja, ich werde jetzt erstmal zu Maglier gehen und ihm sagen, dass ich das Tagebuch gefunden habe, natürlich. Und mal schauen, was er dazu der Sache überhaupt sagt. Wer bist denn du? Hallo. Ah, da bin ich Cyril, ja gut, der Weinbauer. Ist mir jetzt relativ Wayne. So, Maglier, ich habe das Tagebuch. Ihr seid immer noch hier? Ich habe euch doch erzählt, warum ich den Auftrag nicht erfüllt habe. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Tut, was ihr tun müsst. Naja, habe ich das schon. Ich habe Brennus Astis Tagebuch gefunden. Eure Suche war erfolgreich, hm? Gute Arbeit, schätze ich. Gut, dann geht zurück zu Orain. Er kann euch euren Lohn für den Auftrag geben. Erzählt ihm über mich, was ihr wollt. Okay. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn ich die Wahrheit sage, weil dann kriege ich neben Gold auch noch ein bisschen Ruhm und den will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Also, ich werde über euer Versagen Bericht abgeben müssen. Mir ist klar, dass Verpflichtungen wichtig sind. Versteht mich nicht falsch. Für diese Aufgabe sollte mehr als ein Mann vorgesehen sein und ich muss an meine Familie denken. Sie geht vor. Na, irgendwie hat er schon noch recht, oder? Was auch immer. Na, aber dieses was auch immer, dem ist das doch eh sowas von egal. Also wenn ich ihm wenn ich die Wahrheit sage, ist das hier in dem Fall wirklich besser. Dann werde ich das jetzt auch machen. Also, auf nach Koroll. So, Modrin Orain, wo könnte der jetzt sein? Achso, der ist gerade gar nicht da, weil es Nacht ist. Okay, der pennt nämlich nicht in der Kämpfergilde, der hat ein eigenes Haus hier. Ich werde jetzt einfach mal 8 Stunden warten, dann ist er hoffentlich wieder da. Bewegung. Ah, da ist er schon. So, und jetzt will ich das noch kurz kontrollieren. Hier... aha, okay, mein Ruhm beträgt jetzt genau 44, das merke ich mir mal. Warum sprecht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglier aufspüren? Ja, hab ich doch. Also, ich nehme an, ihr habt schon mit Maglier zu tun gehabt. Erzählt mir, warum er seinen Auftrag nicht erledigt hat. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also, was ist in Skingrad passiert? So, Maglier hat nicht versagt. Nee, das ist aber Quatsch. Nee, ich habe die Aufgabe erfüllt. Hier ist das Tagebuch. Ihr habt das getan? Ich werde mir Maglier bald vornehmen. Ich brauche keinen Feigling, der auf einen anderen Feigling aufpasst. Wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hier ist euer Lohn. So, Quest beendet. 400 Gold, ne? Das ist doch nicht schlecht. Und Brennus Astis Tagebuch entfernt. Gut. Gibt's jetzt neue Pflichten für mich? Ihr seid wieder hier, weil ihr mehr Arbeit braucht, oder? Gut. Einige unserer Jungs machen in Leia Win Schwierigkeiten. Das wirft kein gutes Licht auf die Gilde.
Ärger machen. Einige eurer Brüder sind in der einheimischen Taverne handgreiflich geworden. Ich habe kein Problem damit, wenn es mal kracht. Aber ich mag es nicht, wenn wir alle schlecht dastehen. Sucht Relian, Vantus Prelius und Dubor Kroschak. Ich hatte noch nie Probleme mit ihnen. Also findet heraus, was da los ist. Quest angefügt, betrunkene Ruhestörer. Na super. Ich warte. Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend. Das würde mich noch interessieren, ob ich schon im Rang aufsteigen darf, ob das überhaupt Velena Dotor macht oder nicht. Ich weiche diesen Dingern aus, wann immer ich kann. Schönen Tag. Nee, kann ich nicht. Seht euch vor. Gut, ich glaube nämlich eh, in der Kämpfergilde wird man direkt von, entweder von Modrin Oren hier oder eben von Asan bzw. von Burz Krokash befördert. Aber nicht von Velena Dotor, auch nur wenn ich halt einige Aufträge erfüllt habe. Na gut. Das bedeutet, mein nächstes Ziel ist Lea Wien. Wenn es denn sein muss, aber ich glaube, das mache ich dann, ja, das mache ich im nächsten Part. Ich werde offscreen noch mal kurz zu Villa Flugfels gehen und mir meine Magie auffüllen lassen und dann nach Lea Wien reisen und dann geht's halt im nächsten Part in Lea Wien wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Wieder mal danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Wie steht's bei euch?